Realität scheint sich zu wandeln. So, jetzt sind wir. Ja. Holy shit. Der Van, das ist dieser Van, der. Was? Hallo? In den jetzt reinlaufen. Wäre vielleicht nicht so gut. Hier weg hier. Okay. Aber was für eine Realität. Erreiche einen sicheren Platz. Ja, wo denn? Hallo? Feuer. Ist eigentlich immer sicher. Okay. Holy shit, da ist wieder so eine Riese wie im Labyrinth. Okay. Können wir nicht weiter? Okay, hier können wir weiter, aber wie weit? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Hallo? Nicht hier? Oh, ja, hier kann ich stehen. Hey. Und dann hier? Okay. Ein Supermarkt. Oh, aber da war noch im Gesicht da. Ey, das ist voll creepy. Das ist der Supermarkt von Dormant. Ja, und wie weit komme ich da hin? Gute Frage, nächste Frage. Ah, hier. Da sind die. Okay, ich muss hier an denen jetzt vorbei. Also wenn diese Vision kommt, laufen und ganz schnell. Dann so. So vielleicht. Super. Okay. Das war gut. Tote, es ist ziemlich creepy. Schon wieder ein leeres Gebäude. Was ist hier passiert? Ich quere den Supermarkt. Ja, aber ich muss gucken, ob es nicht irgendwie. Da steht auf jeden Fall. Warum ist das hier? Sieht aus, als würde eine Kurbel fehlen. Grün leuchtende Augen von einem. Fuchs, Wolf. Das ist noch ein Fuchs oder so. Nee, eine Eule, die starrt auf dem Bild. Worin besteht der Zusammenhang zwischen diesen Fotos? Das, ich würde gerne auch wissen, ob warum. Okay, da. Holy shit. Da hinten ist auf jeden Fall ein Brief oder so. Ich hatte unglaubliche Angst vom Plündern und ich dachte, wir müssten uns vor ihnen schützen. Aber es stellte sich heraus, es ist niemand mehr da, der noch plündern könnte. Es sind bereits Wochen, möglicherweise sogar Monate vergangen, seitdem ich das letzte Mal jemanden gesehen habe. Ich habe genug. Ich muss von hier weg. Wenn du diese Notiz liest, bist du vermutlich die letzte lebende Person in Dormont. Okay. Gut zu wissen, dass ich anscheinend hier der Einzige bin, der noch am Leben ist. Joa. Hier ist auch so eine. Ah, nee, hier ist die Kurbel. Sollen die Statuen irgendetwas anschauen? Ich weiß nicht, ob die irgendwie. Okay, die schaut das Gemälde an, aber ich kann die Kurbel auf jeden Fall da nicht rausnehmen. Was.
Eine unheimliche Stille legt sich über das Land. Sogar die Grillen und der Wind trauten sich nicht, auch nur einen Mucks von sich zu geben. Die Stille war gefährlich und bedrückend. Nur die Eule saß an ihrem gewohnten Platz und ignorierte alles außer die Blumen. Okay, dann ist hier hinter vielleicht noch irgendwas. Außer die Eule, die saß auf ihrem Platz und ignorierte alles außer die Blumen. Okay, ich brauche also eine Kurbel. Ein Löwe, okay. Informationen über den Löwen müssen wir anscheinend hier. Woher wusste ich das, ne? Muss doch erstmal irgendwo eine Info sein über ihn. Ich muss immer in diese Parallelwelt. Okay, hier gibt es anscheinend keine Infos über den Löwen. Holy shit. Ich kann also jederzeit hier, wo ich auch rein bin, auch wieder raus. Was ist hier passiert, würde ich gerne wissen. Holy shit, das wirkt alles so. Was ist das? Was ist der Wolf? Okay. Ich glaube, dass wir hier in dieser Parallelwelt nun ja, das finden, was ich suche. Entweder eine Kurbel oder ich krieg das Rätsel. Holy shit, ich mag das nicht. Überall sind tote Menschen und es ist einfach nur dunkel. Nach dem Ende der Welt, als sich der Staub legte, als alle Bösewichte und Helden vergessen waren, stand ein einsamer Wolf auf dem Gipfel und blickte in den Sonnenuntergang. War dies das Ende oder nur der Anfang? Blickte auf den Sonnenuntergang, okay. Also der Wolf blickt auf jeden Fall auf einen Sonnenuntergang. Aber mir fehlt die Kurbel dafür. Okay, noch habe ich den Sinn nicht rausgefunden, was mir diese Welt hier bringt. Okay, aber ich kann ja wieder raus. Ne? Egal, waren auf jeden Fall in der anderen Welt etwas anders. Okay, dann würde der Wolf. Das ist ein Aufgang. Genau, der Wolf würde dann hier drauf gucken, auf den Sonnenuntergang. Okay. Doch, genau hier war das, ne? Genau hier war dieser Bericht mit dem Wolf. Das war genau easy.
Easy. Ja, alles überprüfen. Was bringt mir die Parallelwelt, ist die Frage. Irgendwas hat's mit dieser Parallelwelt auf sich. Ich brauche auf jeden Fall so eine Kurbel nochmal. Okay, die Eule guckt richtig. Ich glaube aber, in der Parallelwelt finden wir irgendwas über den Löwen, was ich übersehen habe. Und der Löwe starrt. Was starrt der Löwe an? Ah. Ja. Entweder starrt er das Bild an oder das. Eins von beiden. Oder er starrt das Fenster dann an. Na gut, er könnte auch die Haustür anstarren. Theoretisch. Ah, da habe ich was übersehen. Wachsam wie ein Jäger stand der Löwe im Haus. Er kannte seinen Gegner gut. Er wusste, dass er den Weg durch das Fenster nehmen würde. Regungslos wie eine Statue stand der Löwe dort und bewachte des Meisters Fensters. Das ist eine Tür. Ja, dann ist das richtig. Er starrte auf das Fenster. Gut, dann guckt der Löwe jetzt richtig. Dann guckt die Eule jetzt auf jeden Fall richtig. Jetzt brauche ich nur noch irgendwo so eine Kurbel. Und dann kann der Wolf auf den Sonnenuntergang gucken. Okay. Hallo. Solange hier keiner ist, habe ich keine Sorgen. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass hier jederzeit irgendwas oder irgendwer auftauchen kann. Okay, da komme ich also nicht mehr hin. Okay, hier ist auch nichts. Die Kurbel, die letzte Kurbel. Gucken wir mal hier, ob wir sie hier in der Parallelwelt vielleicht irgendwo liegen sehen. Da hinten blinkt was. Achso, okay, das ist auch in der Parallelwelt so, dass ich der letzte Überlebende der Lotti bin. Okay, okay. Da oben. Okay, es funktioniert. Da habe ich was gesehen. Ja, da ist er. Okay. Genau, da hinten kam ich, glaube ich, aus dieser Parallelwelt wieder raus. So. Der Wolf schaut in den Sonnenuntergang. Da schaute der Wolf drauf. Okay, langsam wird's creepy. Das sieht nicht gut aus. Irgendwie. Reißt sich den Bauch auf. Sind das Dämonen? Das sieht alles sehr, sehr. Okay. Ja. Ein Dämon, der Menschen da tötet. Und hier ein. Okay. Ist das endlos? Wahrscheinlich. Hier auch. Es scheint, als wenn hier überall so Dämonen wären. Ziemlich skurrile Bilder an den Wänden. Es ist endlos. Was haben diese Bilder auf sich? Die wiederholen sich, glaube ich, sogar. Okay.
Okay, anscheinend ein Ritual. Creepy. Vielleicht hat die... Das Schlimme an einem schlechten Gewissen, es folgt einem überall hin. Oh ja. Das Schlimme an dem Gewissen ist, ich glaube, ich bin damit gemeint. Scheiße. Holy shit. Das, was in Dormon passiert, verdienen wir. Wir werden von jemandem oder etwas bestraft. Vielleicht ist es Gott höchstpersönlich. Jeder wusste und sah, wie das kleine Mädchen und ihre Mutter behandelt wurden. Es waren nicht nur die Kinder, die das Mädchen schikaniert haben. Ihre Mutter litt ebenfalls darunter. Alle lachten und machten Witze über ihre Kleidung und ihre Art. Wer sind wir, dass wir uns ein Urteil erlauben? Niemand hat je versucht, dem Einhalt zu gebieten. Die Kinder wurden von ihren Eltern zurechtgewiesen. Aber wirklich ernst gemeint war das nicht. Wie kann es sein, dass Eltern mit einem Lächeln im Gesicht sagen, tu das nicht, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Und das war nicht das Einzige, was ich sah. In der Nacht, als sie starb, lief sie vor drei Kindern davon. Mit ihrem Fahrrad raste sie, so schnell sie konnte, in den Wald. Die anderen verfolgten sie. Später sah ich die drei zurückkommen, das Mädchen jedoch nicht. Ich nahm an, sie sei nach Hause gefahren, aber dort kam sie nie an. Sie stürzte die Klippe hinab und lag dort schwer verletzt. Sie starb ganz allein, weil es niemand interessierte, abgesehen von ihrer verzweifelten Mutter. Schuld trifft nicht nur die, die anderen wehtun. Schuld trifft auch diejenigen, die wegsehen. Oh Mist, ich muss jetzt gehen. Holy shit, das ist diese Mutter, aber... Holy shit. Holy shit. Holy shit. Das sieht nicht gut aus. Das Schlimme an einem schlechten Gewissen, es folgt einem überall hin. Gut. Scheiße. Okay, nicht zu dieser Mutter gehen. Oh Mist, ich muss jetzt gehen. Ja, nur wenn es keine Tür gibt, wie soll ich dann gehen? Was zum Teufel? Mann. Lauf, sie ist aggro. Mama! Ich hab ihr nichts getan! Ich hab ihr doch geholfen! Oh Mann! 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 Geh doch weg! Manu! Ich will nicht! Diese Stühle nerven mich! Das sieht nicht gut aus. Ist das endlos? Das Schlimme an einem schlechten Gewissen, es folgt alles überall hin. Oh Mist, ich muss jetzt gehen. Lauf!
Was zum Teufel? Ich hab nichts getan. Lauf doch! Verdammt, welche Tür? Oh, holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy fucking shit! Alter, das kostet mich fast ein Herz, Kasper.